Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht, von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords, Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Caldera, Hauptquartier der Inquisition. Die letzte Bastion der Menschen in der alten Welt. Ah, was? Allem Respekt, Leutnant. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Ja. Neuer Rang, Leutnant, neue Quest, trifft den Kommandanten. Ja, damit herzlich willkommen zu Risen 2 Dark Waters. Wir sind wieder hier, der unbekannte Held. Wir haben ein neues Outfit bekommen. Wir haben eine Frisur und eine Augenklappe. Im ersten Teil haben wir ja den Fire Titania besiegt und uns das Okular ja hier von dem Mendoza ja dafür geholt. Und das hat dem Auge wahrscheinlich nicht so gefallen. Und das haben wir dann verloren oder sind daran erblindet, wie auch immer. Vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen was drüber. Wir sind wohl doch bei der Inquisition gelandet. Obwohl wir ursprünglich bei den Banditen waren. Na, mal sehen, wie die Geschichte so weitergeht. Den Kommandant Carlos, den haben wir ja im ersten Teil ja auch schon kennengelernt. Ich gehe mal hier dieses kleine Mini-Tutorial mal durch. Also, Inventar öffnen machen wir mal. So, da sind wir hier im Charaktermenü. Das will ich jetzt eigentlich auch gar nicht so vollständig jetzt mal anschauen. Ich denke mal, das werden wir so nach und nach uns einfach so ergründen. Also wir haben hier Blutpunkte, Lebensenergie, Gold haben wir nichts, Ruhm haben wir auch noch gar nichts. Und wir haben hier Klingen, Feuerwaffen, Härte, Gerissenheit, Voodoo. Und darunter verbergen sich dann noch spezielle Talente, Hiebwaffen, Stichwaffen, Wurfwaffen und so weiter. Hier schmutzige Tricks, Diebeskunst, da hätte ich ja auch ganz gerne Lust drauf, da mal wieder ein bisschen drauf zu gehen. Das passt da nicht ganz gut hier zu so einer Piraten-Story. Wir haben überall 5 Punkte und ja, brauchen halt eben
Ruhmpunkte, um das zu steigern. Fähigkeiten haben wir noch keine. Oh, das sind alles hier noch so Extras hier, die sich da nochmal drunter verbergen hier. Konterparade, starker Angriff, Talente und so weiter. Werden wir nach und nach, denke ich mal, alles kennenlernen. Crew haben wir auch noch nichts. Sammlung, legendärer Gegenstand, haben wir auch noch nichts. Gut, gehen wir nochmal auf das Inventar. Wir haben hier jetzt auch noch gar nichts angelegt. Was haben wir denn hier? Rechte Hand, da haben wir auch nichts. Gucken wir mal hier, Logbuch brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir gucken mal hier in die Kiste mal rein hier. Ah, da haben wir noch 400 Gold. So als Startkapital, das nehmen wir mit. Ja, er möchte, dass wir das Logbuch noch öffnen. Trifft den Kommandanten. Kommandant Carlos will mich sprechen. Er wartet auf dem Turm. Dann haben wir noch die Piratenkluft. Ich habe aus Faranga einen Satz alter Piratenklamotten mitgebracht. Aber solange ich zur Inquisition gehöre, kann ich sie wohl nicht tragen. Naja, vielleicht werde ich ja doch nochmal Pirat. Gut, schauen wir mal. So, dann haben wir hier unsere Unterkunft. Ja, wir sind nicht so gut drauf hier, ne? Also hängen auch hier so ein bisschen hier an der Flasche hier. Also das Abenteuer hier auf Faranga, das hat ganz schön Spuren hinterlassen. Vor allem auch seelischer Natur. Ich denke mal, da werden wir uns wohl so nach und nach jetzt erstmal... Hier geht's lang. Ja, Moment. Questerfolg, Kristallfestung gefunden. Da werden wir uns jetzt so nach und nach wohl erstmal wieder mal ein bisschen aufpäppeln müssen hier. Hühnchen haben wir hier, einmal Proviant. Ein dicker Goldbeutel, 100 mal Gold enthalten. Immer noch ein Apfel. Noch ein Apfel. Ein Offiziersschwert. Und noch ein Grog. So, haben wir das Bett, da brauchen wir jetzt noch nicht. Ich guck nochmal eben hier auf unsere Ausrüstung. Da haben wir jetzt also rechte Hand Offiziersschwert. Das Standardschwert eines Offiziers, Stichwaffen plus 10, Schaden 20 bis 40. Das legen wir mal an. So, dann haben wir hier Pistole. Schaden 65, Reichweite 8 Schritte, Nachladezeit 20 Sekunden, Pistole plus 15. Legen wir auch mal an. So, Kopf, da haben wir den Piratenhut. Den werde ich erst tragen, wenn ich Pirat bin. Da haben wir hier Piratenklamotten. Da müssen wir auch noch mal eben abwarten. Da haben wir nix. Hier haben wir noch Piratenstiefel. Ja gut, die haben wir dabei. Die Piratenkluft. Ohrring haben wir nicht. Amulett haben wir auch nicht. Und dann haben wir noch Ring des Meisterschülers. Ruhmbonus plus 5%. Ja, das ist ja mal... Mit diesem Ring am Finger hält der Träger zusätzlich 5% Ruhm. Den legen wir natürlich an. Dann haben wir hier noch den Grog. Das Lebenselixier aller Seefahrer, nicht so stark wie Ruhm und daher auch nicht so wirksam. Packen wir uns mal hier auf die 0 und haben wir noch Proviant. Regeneration 20 Lebenspunkte oder Blutpunkte, je nachdem, wie man das nennen möchte. Gut, schauen wir mal nach dem Kommandanten auf dem Turm da oben, schätze ich mal, müsste er sein. Ja, Spielstand wurde erstellt. Das brennt hier alles, ne? Das ist ja der Wahnsinn. So, dann quatschen wir den mal an hier, Carlos. Was sieht er denn da? Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter?
hält direkt auf die Stadt zu. Um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Oh, was kommt denn da aus dem Wasser? Eine Tentakel. Es geht los. Ja. Na. Das war's mit dem Schiff. Wir müssen raus und die Überlebenden retten. Nein, ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Questerfolg trifft den Kommandanten. Room 52, neue Quest, untersuche den Strand. Na, ob da jemand überlebt hat? Das sah ja nicht so gut aus. Und? Was wollte der Kommandant? Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Sofort. Pass bloß auf da unten. Ja, das machen wir. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ah ja, halte, parieren. Das ist hier... Kombo-Angriff. Ah, okay. Ah, okay, alles klar. Kriegen wir hin. So, ab zum Strand. Da haben wir hier die Treppe. So, Questerfolg Strand gefunden. So, das Schiff, das war dort hinten. Aber hier ist erstmal nichts zu sehen. Ich laufe hier mal so runter. Nein. Aha. Na, die kennen wir doch. Quest, rette Patty. Sandteufel. Pistole. Ah, okay. Gut gemacht. Jetzt glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Patty, warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Auf keinen Fall. Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart? Du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanenlords stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Sie hat noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Mein Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist. Um den Kraken zur Strecke zu bringen. Zurzeit ist er auf Takarigua. Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen. Aber das können wir morgen besprechen. Jetzt ruht euch erstmal aus. Ich muss nachdenken.